Leute, und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge Warframe. Heute wieder zusammen mit Markus. Hallo. Jo, wir starten heute in die Mission Kubaro rein. Das heißt, wir versuchen uns unseren eigenen Kubaro zusammenzubauen und dafür erlange das Inkubator-Segment. Das ist unsere heutige Mission. Und damit würde ich sagen, starten wir voll durch. So. Ja, erstmal sterben. Erstmal runterfallen. Und wieder sterben. Das wird nix. Kann man nicht runterspringen. Ich habe einfach mal ein bisschen hier und warte auf dich. Sehr elegant, oder? Hm. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal hier Alarm, weil ich glaube, das ist eine Überlebensmission. Ja, wir spielen Überleben. Müssen wir hin? Frage. Dahinter. Axt raus und bam. Oh, ich one-hitte die. Oh, na toll. Wo ist die? Keine Ahnung. Ah, da hinten. Down. Ach, das ist wieder die Halle. Hm. Kommt her! Mit einer Axt könnt ihr mal euer Kopf abspalten, ey. Bam. Vergesst euer Kopf nicht. Fixer. Bam. Ich brauche mindestens 3 Schläge. Ich brauche einen. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich bin nicht runtergefallen. Ich bin irgendwo am Rand von so einer Lavafläche jetzt. Ah ja, so geht's auch. Prügeln wir uns die Treffer halt wieder nach oben. Wir müssen jetzt, glaube ich, so lange überleben, bis wir das Ding per Zufallsprinzip irgendwann gewinnen. Mit den 5 Minuten Geschenken. Wahrscheinlich. Also 50 Minuten, ne? Genau. Dann müssen wir uns halt vorher mal zurückziehen und neu kommen. Ich setz. Mach. Ja, mach mal die erste. Genau, für alle, die es hier nicht kennen, es geht einfach darum, wir müssen die Prozentzahl da immer hochhalten. Also, sobald es auf 0 geht, werden wir verrecken. Ja. Genau. Wir verloren, ja. Also, ne, wir verrecken langsam. Wir haben nicht direkt verloren. Achso. Soweit ich weiß, verreckt wir langsam. Ich glaube, ich hatte das nämlich schon mal, dass es auf 0 war. Beim Flüchten. Weil einer zu langsam gekommen ist und dann irgendwie war es 0. Hm. Das bitte. Ja, und jede 5 Minuten werden die Wellen stärker, größer. Ja, und man bekommt irgendwas geschenkt halt. Und beim Töten von Gegnern können so 5% Bonus droppen. Und wenn man diese Dinge aktiviert, die da vorne rumstehen, zum Beispiel das hier ist so ein 5% Bonus, das hier ist so ein 30% Bonus. Das heißt, ich aktiviere mal den 30, oder? Alter, wie schnell wir Lebenserhaltung verlieren. Ja, Mann. Alter, das sind eine Menge Gegner da unten, also. Bam! Hoho! Hast du gesehen, Alter. Schön alles weggebankt. Ich helfe alles wegschleudern, ne? Focus. Oh, jetzt kommen schon Shotgunner. Unsere Freunde. Mhm. Du hast Freunde? Oh, Shotgun. Oh ja, jetzt oh, langsam brauche ich auch 2 Hits. Gib mir hart. Shotguns geben schon hart, ey. Ja, du darfst halt dich nicht vor sie stellen und warte. Soll ich aktivieren? Noch nicht, warte mal noch kurz. Ja, schau, ich habe nicht schon wieder was gefunden.
Jetzt. Ach du. Wer, ich? Okay. Ja, ich bin gerade dabei, wegzumetzeln. Wir müssen jetzt nach unten die Treppe, ne? Ja, ich habe hier noch ein paar Gegner. Ja, mal ein bisschen. Zack, dann ist er. Ja gut, ich bin schon wieder beim nächsten hier. Ah ja. Mach schon die Treppe runter. Inkubator-Segment, wir haben es gleich bekommen. Wollen wir noch 10 Minuten packen, oder? Ja, locker. 10 Minuten machen wir. Also wir könnten jetzt theoretisch bei 5 Minuten gehen, aber warum sollten wir jetzt bei 5 gehen, wenn wir auch 10 bleiben können? Wieso? Gibt ja besseren Bonus. Und vor allem finde ich, findet man hier auch immer geile Sachen. Zum Beispiel habe ich hier wieder so einen neuralen Sensor gefunden, die wo wir auch für die eine irgendwie so ewig lang gesucht hatten. Ich brauche Oberon-Helm, weil ich einen Oberon bauen will, Leute. Ja, ich bin gerade dabei, mir nichts zu bauen. Das heißt, in den nächsten Folgen könnte es dann auch passieren, dass ich schon neue Warframes sehe. Dann wahrscheinlich wieder auf etwas leichteren Missionen, weil wir dann wieder Level 0 sind. Ja. Ey, wir machen voll durch die schwersten Missionen, die es gibt, ja. Wo wir dann einfach bei von jedem gewonnen-hittet werden. Auf Phobos, ja. Antimor. Die sind richtig behindert. Hasse sie. Hab ich sie schon immer gehasst. Du wirst sie auch immer hassen. Oh fuck, ich hab Schutzschild verloren. Ne, scheiß Shotgun, Alter. Oh, ich muss hier weg. Da rein. Oh, Loot. Ich hab mal hier unten für dich wieder aufgeräumt. Ja, ja. Hab auch gleich wieder ein paar Prozente gefunden. Oh, Shotty Gunner. Was war das? Ja. Irgendwas, das hinter mir einfach explodiert hat. Aha, Antimor, ne? Die Dinger sind ja die Kackdinger, die immer die Explosionskugeln schießen. Machst du mal den unteren? Ich bin genau bei zu kämpfen. Okay, dann mache ich den unteren. Oh, bei mir ist Shotgun. Egal, und runter. Bei mir auch, bei mir ist auch alles. Oh, one hit. Fick dich, Shotgun-Wichser. Hast du da unten klar? Ja, gerade noch. Und immer mehr Gegner, ey. Bist dich behindert. Gibt da noch von der Zeit. Weil die kommen irgendwie oben gar keine mehr. Sagen, ich mach mal die mittlere Etage, ne? Und dann kannst du mit nach oben kommen. Alter.
Anti-Mod-Exile. Meinen Tode. Mal sterben. Ich hab mir den Shotgunner vom Rücken entfernt. So. Ich werde diese Maus immer hassen. Egal welche Award und Moor. Die lieber verblitzt die Anti-Maus, Alter. Was ist das? Zwei sogar. Noch einer. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt mal. Aktivieren noch schnell. Oh, der ist in tot gesprungen. Dumm. Ja, ist klar. Ja Leute, wir haben zwei von den Inkubationssegmenten rausgeholt, ein paar Phytonbomben, also alles in Sonne und das ganze andere Zeug, paar Toxum Credits. Ja, und auch ein paar Mods. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge Warframe. Wir warten immer ab, ob die Story uns irgendwas erzählt. Joy. An incubator. The only segment orders is glad those savages looted. I would be happy to help you install it. Orders okay. Awaits incubator segment installation. Operator, no need to rush. Okay, wir müssen das Inkubator-Segment jetzt hier installieren. Good. Now you just need a Kubo egg to start the process. Feral Kubo dens on Earth would be a good place to start looking. Okay, jetzt brauchen wir ein Kubo Ei. Ja. Auf der Erde. Auf der Erde, ja. Damit Leute würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal, wenn wir uns auf die Suche nach den Kubo Eiern machen. Bis dann würde ich sagen, Servus und Ciao. Ciao.